Nordkoreas Präsident Kim Jong-un sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Doch viel dringt aus Nordkorea nicht nach außen. Heute für euch 7 kuriose Fakten über Kim Jong-un, die du noch nicht kanntest. Nummer 7. Kim Jong-un hatte Nordkorea am 15. August 2015 alle Uhren um eine halbe Stunde nach hinten gestellt. Bezwecken wollte er damit, dass er sich mit der neuen Pyongyang Time offiziell von Japan abhebt. Nummer 6. Es gibt kein Staatsoberhaupt auf der ganzen Welt, welches jünger ist als Kim Jong-un. Nummer 5. Kim Jong-un war Schüler der International School of Bern in der Schweiz. Seine Schülerakte verlief unter dem Namen Pak Ung. Es ahnte jedoch niemand, dass der angebliche Sohn eines Botschafters eigentlich der zukünftige Herrscher Nordkoreas sein könnte. Nummer 4. Während seiner Schulzeit liebte Kim Jackie Chan und seine Kung-Fu-Künste. Nummer 3. Im Gegensatz zu seinem Vater hat Kim Jong-un keinerlei Probleme mit amerikanischen Marken. Er besitzt sogar eine ganze Kollektion von Nike-Turnschuhen. Nummer 2. Kim Jong-un ist bekennender Basketballfan und spielte während seiner Schulzeit sogar selbst in einer Mannschaft. Am meisten mag er die Spieler Kobe Bryant und Michael Jordan. Der NBA-Spieler Dennis Rodman wurde sogar wiederholt von Kim Jong-un in seine Heimat eingeladen. Nummer 1. Das Satire-Magazin The Onion wählte Kim Jong-un 2012 zum attraktivsten Mann des Jahres. Das war's auch schon. Ihr könnt gerne eure Meinung zu Nordkorea und Kim Jong-un in die Kommentare schreiben. Außerdem freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung für dieses Video. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Lust habt, könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video von mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.